Okay, die nächste Technik. Also wieder Partner umzudrehen in einen Halsgriff, auch in die Richtung Yoko Shiho Katami, beziehungsweise Monogatami. Und zwar, der Partner, wenn es in Bankposition, das heißt so ist, ja, jetzt greife ich diese Gi hier von da hoch. So. So könnt ihr auch so greifen. Ist auch egal. Ja. Wichtig für mich manchmal, das ist so, habe ich schönen Zug, wenn ich jetzt gleich eine Technik mache. Und die habe ich auch, aber stört mich manchmal im Handgelenk. So, aber ich glaube beides, das heißt schön, wir nehmen mal die Variante, da runter, mal hoch, da, hier, unter seinen Arm und den Reverpass halten, jetzt hier drunter gehen. So, und jetzt gehe ich mit meinem Arm da runter Richtung Kopf. Runter. So, Technik läuft so rum, da Richtung Kopf. Also, eins, drunter und jetzt tauche ich da rein. Und zieh, da. Und dann habe ich die Kontrolle. Hier habe ich Kontrolle an die Schulter und dann kann ich mich schön festhalten. Versuch mal rauszukommen. Geht nicht, mich auf die Platte legen, geht gar nicht. Also, da drunter, wie gesagt, unter seinem Revers. Hier Richtung Kopf machen, weil ich muss nachher diese Schulter blockieren. Und jetzt tauche ich so weit. Wichtig bei dieser Technik, ich muss schnell drehen. Lege ich so langsam die Zeit, und dann kann ich auch durchlegen und dann halte mich selber. Das wäre, genau, das wäre doof. Deswegen ist wichtig, dass man bei der Technik schnell umbrennt. Schauen wir mal vorne, so, ich bin hier und danach drehe ich mich schnell, ziehe ich da und dann schön festhalten. Okay? Okay, die nächste Technik ist eine Udo Gatami. Und zwar, wenn der Arm schon gestreckt ist. Und zwar, ich bin hier, auch kontrolliere ich. Schön. So. So, und jetzt drückt er mich. Ja, und er drückt mich. Ich übernehme seinen Druck hier. So, schön. Habe ich schön übernommen. Arm schön gestreckt. Kommt mein rechter Fuß, geht auf seinen Bauch. Kontrolliere ich da. Hier auch kontrolliere ich und jetzt genau hier mit meinen Fingern, mit meinen Armen, drehe ich in die Richtung und blockiere ich mit meinem Kopf. Da. Okay. Also, nochmal. Ich bin hier am Kämpfen von mir aus und dann streckt er seinen Arm, übernehme ich den Druck und dann kommt meine Kniebein hier drauf. Hier schön strecke ich, blockiere ich den Kopf, meinen Kopf seinen Arm und dann drehe ich in die Richtung. So. Und drücke ich natürlich. Ne? So und drücken. So und drücken. Okay, nächste Technik. Das ist wie halt eine Kombination zwischen den Udo Katami und Juji Katami. Falls das eine nicht klappt, kann ich direkt übersteigen zum nächsten Technik. Und zwar, ich bin hier, so, ich werde dann drückt er mich, so, dann versuche ich hier natürlich diese Udo Gatami zu machen, klappt es auch nicht. Jetzt wechsle ich nur die Beine und gehe da drunter, hier. Ja, und jetzt versuche ich so umzudrehen, ja, schön eng machen und danach runtergehen. Ja, und da habe ich dann noch meine schöne Juji Katami. Dann kann ich schön heben. Also, nochmal. Ich bin ja hier, halte ich fest, der drückt mich. So, drückt mich da, kommt nicht in den Hebel, komme ich aber da runter, wechsle ich
und dann schön kann ich dann durchgehen. It's that stupid flow, I know she must flow, yeah.